Servus zu einem neuen Part von Dawn of Man. Ja, da kommt schon die nächste Meldung wieder. Wir haben nur wenig Nahrung. Ich weiß, dass es aktuell ein klein wenig kritisch ist, was die Nahrungsherstellung angeht. Ich hoffe aber, dass ich das auch wieder in den Griff bekomme. Ich meine, wir haben jetzt Frühling. Das würde heißen, ich könnte zum Beispiel nochmal ein Arbeitsgebiet platzieren, indem wir wilde Pflanzen sammeln und ernten. Ich denke, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich weiß nur nicht genau, wo sie das machen sollen. Ich meine, da hinten habe ich schon eine Sammelstelle. Ansonsten, es ist wirklich schwierig. Hier hätte man noch ganz viel, wo man sammeln kann. Ich schaue mal, dass ich möglichst. Ja, ich setze jetzt mal hier eine Sammelstelle hin. Keine Kleidung, nur wenig Nahrung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gut, ich gehe mal in den Modus für die Ursicht, dass wir da vielleicht noch mal ein wenig jagen können. Da hinten hätten wir noch mal Wildschweine. Ich würde sagen, ich gehe jetzt tatsächlich mal auf die Wildschweinjagd. Ich hoffe, es ist eine Balze ist verhungert, ja. Das ist jetzt natürlich die nicht unbedingt natürliche Selektion. Zwei Menschen sind verhungert. Oh Mann. Keine warme Nahrung. Erlangt Brot mal 10. Also Brot haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen da. Ich hoffe, da tut sich noch ein bisschen was. Ah, die jagen es halt wieder. Bis ins letzte Eck, ne? Wildschwein ist geflohen, verdammt. Rücktaste. Tja, die sind einfach sehr weit weg. Jetzt schaue ich nochmal. Ursicht mache ich nochmal an. Wir gehen nochmal hier zurück. Wir müssen einfach schauen, dass wir ein bisschen mehr Fische fangen. Kann ja nicht sein hier. Tiere gibt es einfach recht wenig. Ah, sieh mal eine an. Wilde Esel. Habe ich hier irgendwas? Weibchen, Männchen, Weibchen. Ein Männchen mit drei Weibchen. Dann kannst du doch auch mal auf eins verzichten hier. Schauen wir mal, ob ich die erwisch. Höhlenbeerangriff. Kommt, Leutz. Holt euch den Bären. Oh, verdammt. Verdammt. Komm, 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 komm. Verdammt. Oh, ja, wurde von Höhlenbär umgebracht. Jetzt geht es natürlich gerade hier drunter und drüber, gerade so wie ich es nicht möchte. Komm, ich stell mal auf 4, dass es ein bisschen zügiger geht. Ich meine, der Bär ist hier schon angeschlagen, also im Grunde sollten wir das doch dann ganz gut packen können, oder? Komm, 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 komm. Yes, wir haben ihn. Und dann machen wir den Steinbock nämlich auch gleich. Du jagst jetzt bitte den Steinbock. Yes. Und dann können wir den nämlich auch gleich schlachten. Dann hätten wir den Bär einmal zum Schlachten und wir haben den Steinbock. Dann kommt doch schon was rum, oder? Würde ich jetzt mal sagen. So, ich mache gleich nochmal auf 4, dass es hier ein bisschen zügiger geht. Da zerlegen sie, da liegt noch einiges an Zeug rum. Komm, holt es bitte. Schon wieder Höhlenbär. Nein. Erlangt Wasser 100. Erstes Tier gejagt, Esel. Ja, das ist doch schon mal Anfang. Es ist halt nur ewig weit weg, ne? Das ist das Problem. Ja, und keine warme Kleidung. Also da kommt jetzt halt eins zum anderen hier. Aber Essen sollte jetzt im Grunde kein Problem mehr sein. Hier hängt alles voll
mit Zeug zum Trocknen. Ich würde sogar sagen, dass ich nochmal von der Produktion her nochmal einen Nahrungstrockner herstelle. Stelle ich jetzt einfach mal so her. Dann geht hier auch ein bisschen was vorwärts. Wenn der Händler kommt, dann werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich ein bisschen Essen noch zusätzlich kaufe. Ich meine, Werkzeuge, wie man sieht, habe ich ja hier wirklich genug, ne? Was kann ich noch bauen? Wohnhaus? Nein, wir haben jetzt eigentlich genug Wohnhaus. Lager? Wir haben noch alles, was an Lager angeht. Produktion? Ich könnte noch einen zweiten Mörser herstellen, oder? Dass ich den da noch mit herpacke. Weil ich nehme an, dass wenn ich jetzt dann die Domestizierung von Getreideverarbeitung, Hülsenfrucht, dass ich hier Getreidedomestizierung, dass ich dann quasi anzüchten kann. Das wäre schon nicht schlecht, aber ich werde zuerst Bogenschießen machen. Das sollte mir rein vom Jagen hier doch wesentlich mehr bringen. So, was haben wir da noch? Ach ja, Feuerstein, der Händler ist angekommen. So, Servusler. Was hast denn du für uns? Getrockneter Fisch. Getreide. Können wir nehmen. Waffen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Das haben wir. Wie schaut es aus mit getrockneter Haut? Ich habe 10 Leder. Getrocknete Haut habe ich nichts. Deswegen werde ich die getrocknete Haut auf jeden Fall nehmen. Ich nehme auch das eine Leder. Dann haben wir zwar hier 11 anstatt den 10, wie ich es beauftragt habe, aber das wird dann schon passen. Okay. Feuersteinsichel verkaufe ich mal zwei. Hier eine. Von den Outfits, das lasse ich. Dann braucht man nochmal und nochmal. Faustkeil, okay. Und dann könnte ich hier noch. Was mache ich denn? Ich gebe euch einen Stein noch. So. Okay, dann haben wir zumindest das Getreide. Ich habe eigentlich genug Fisch, ne? Oder sollte ich da noch Fisch dazu nehmen? Da hätten wir zumindest hier auf 50. Dann gebe ich euch lieber noch zwei Steine mit und vielleicht zwei Holz. Habe ich noch Holz irgendwo? Jawohl. Ja, das passt. Es ist mir lieber, dass ich das Essen da hab. Also räumt's mal auf, Leute. Die Lager füllen sich und überfüllen sich langsam. Jawohl, es wird Brot hergestellt. Ich denke, vom Essen her sollten wir jetzt halt keine Probleme mehr haben. Erlangt Getreide, erlangt Mehl. So, wir können hier fortschrittstechnisch gehen wir jetzt auf Bogen. Dann brauchen wir nur noch 7, dann können wir die Hülsenfrüchte machen. Hier würde ich sagen, tun wir mal jagen. Bogenschießen schaltet die Herstellung von Bögen frei, das beste Jagdwerkzeug in der Steinzeit. Fängst du ihn oder nicht? Jawohl, fängt ihn. Also beim Händler können wir auch mal Knochen verkaufen. So langsam passt es mit den Vorräten. Spirituell haben wir nichts. Transporttechnisch. Ja, ich denke, ich kann auch noch mal einen zusätzlichen Wagen herstellen. Ich weiß nicht, wo die die jetzt überall verwenden. Aber ich glaube, die gehen damit ja auch die Sachen einsammeln. Also das Fleisch, Leder und so weiter. Yes. Und das nächste haben wir. Nüsse haben wir gesammelt, also es geht vorwärts. Wir haben unser Lager wieder voll mit Essen. So, hier ist alles am Trocknen. Da kommt jetzt so also langsam Heu mit dran. Wobei, für was brauche ich das Heu? Oder dieses Stroh? Ich habe ja keine Tiere jetzt, die ich füttern kann. Ne, weil die Hunde, die, was ich mal gelesen habe in dem. Neuer Mensch ist beigetreten. Was ich jetzt mal gelesen habe. In diesem Hilfeding hier unten. Man kann ja Tiere auch domestizieren. Also irgendwann Schafe und Esel und so weiter. Und das bringt natürlich dann schon auch was, ne? Also zumindest bei Schafen natürlich die Wolle.
Jawohl, und es läuft doch. Es läuft doch. So, wir haben 19 Kapazität für 21. Dam, dam, dam. Ursicht mache ich nochmal an. Okay, obwohl, mach die nochmal aus. Also fischtechnisch. Also die können hier überall sich Fisch holen. Das sind schon wieder einige drin. Also die sind. Stein. Ja, warte mal, kann ich jetzt nicht auch Tannin habe ich schon Wasser extrahieren? Was seid ihr? Ihr seid Hunde. Produktion. Brunnen. Feuersteinmine. Dazu brauche ich Untergrundarbeiten. Also ich muss auf jeden Fall vom Wissen her noch so einiges reinbekommen. Mensch, geht halt in die Häuser, wenn es schon stürmt. Ein Hund hat es schon erwischt. Nicht, dass es noch jemanden von euch erwischt. Inaktiv. Okay. Männchen. Weibchen. Ne, die sind zu weit weg. Da vielleicht. So. Jagt mal. Und? Jetzt sag nicht, dass der kommt. Der ist zwar weit weg. Jupp. Aber ich hab ihn. Oh, was haben wir da? Feuerstein, das ist cool. Dann mache ich gleich noch ein Feuersteingebiet, bevor ich das hier vergesse. Ein langtrohes Fleisch mal 100, jawohl. Was haben wir noch? Händler ist angekommen. Servus Händler. Was hast denn du dabei heute? So, jetzt könnt man hier mal schauen. Ne? Hülsenfruchtverarbeitung. 150, 195. Wir haben auf jeden Fall ja sehr viel. Okay, Lederoutfit ist wieder so eine Sache, ne? Weil ich brauche die Klamotten. Bögen haben natürlich einen enormen Wert. Ihr stellt schon noch welche her. Schleuder mache ich mal zwei. Holzharpune. Knochenspeer. Ja, da kann ich so einiges jetzt gerade mal hierher geben. Und das opfere ich jetzt halt einfach mal, um auch hier in dem Fortschritt ein bisschen schneller voranzukommen. Feuersteinsichel. So, 175. Jetzt brauchen wir noch 20 Pünktlein. Der nächste Händler kommt bestimmt, ne? Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt tatsächlich noch eine Feuersteinsichel und ich mache hier noch eine Feuersteinaxt. Habe ich eigentlich noch genug Feuersteine? Ne, ich habe jetzt gerade wieder was gefunden und wenn ich dann die Mine herstellen kann, ist das natürlich auch schon von Vorteil. Hautoutfit, ich habe halt nichts mehr, ne, an getrockneter Haut. Schon mal getrocknete Haut, Lederoutfit. Das verlangt er halt gleich 5. Ne, ich lasse das jetzt mal. Ich mache jetzt tatsächlich Hülsenfruchtverarbeitung als Fortschritt, was ich mir hier ranhole. So, erlaubt es dir, wilde Hülsenfrüchte zu ernten und sie zu kochen. Das ist doch cool. Dann hoffe ich mal, dass ihr schön Hülsenfrüchte sammelt. Kann ich das angeben, separat? Da habe ich noch ein paar Bäume, da habe ich noch. Mache ich doch mal da noch. Ach so, habe ich schon. Da ist wintertechnisch halt sehr. Da setze ich den jetzt einfach mal hin. Direkt neben dem Baum möchte ich ihn aber auch nicht setzen. So. Feuerstein. Feuerstein, das ist hier und hier. Feuerstein ist halt sehr schnell alle, ne? Wolfangriff, ey, wehrt euch. Da machen wir natürlich gleich wieder schnell. Macht ihn nieder. Gut, dann wird er gleich zerlegt. Hervorragend.
So kann sich das. Also jetzt im Winter sollten wir kein Problem haben. Es gibt genug Fleisch und Fisch, Brote. Natürlich könnten sie noch ein wenig mehr herstellen, aber ich habe ja auch kein Korn, ne? Also das einzige Korn, was ist, ist glaube ich hier hinten irgendwo, wo das wächst. Bringt natürlich noch nicht sehr viel. Drum muss ich auf jeden Fall warten, dass hier endlich die. Schon wieder? Nein. Dass ich hier den Fortschritt hier habe, dass ich eben dann auch anpflanzen kann. Brunnengraben, Befestigung. Also auf jeden Fall 15 Punkte gilt es zu erreichen. Die 7 habe ich mir jetzt quasi erkauft, diese 7 Punkte. Das ist schon in Ordnung. So, wohin gehst du? Geh zu Ufer. Du gehst wahrscheinlich dann sammeln hier. So, wir haben keine Feuersteine mehr. Jetzt muss ich natürlich mal schauen, wo ich. Ah, da habe ich Feuerstein. Es ist zwar weit weg, aber jetzt schau mal, ob es hier noch irgendwo. Da gibt es auch nochmal Feuerstein. Dann mache ich das jetzt so, dass ich die drei Teile hier mittendrin habe. Da haben wir auch noch Feuerstein. Da waren doch aber auch irgendwo Löwen. Was haben wir da? Eisenerz. Das ist für später auf jeden Fall doch ganz gut, ne? Was ist mit dir? Geringe Werte. Okay, ja, weil es dann zu. Komm, du gehst jetzt mal zurück. Aber Dalli Dalli. Apropos Dalli Dalli, machen wir doch mal auf 4. Neuer Mensch wurde geboren. Servusler. Holt sich natürlich gleich Sakko. Haben keine warme Kleidung, ja, das weiß ich. Und es wird hier auf jeden Fall immer schön produziert. Kann ich da irgendwas machen? Das lagert aus, ne? Wenn ich da drauf drücke. Ja, das lagert aus. Das bringt natürlich nichts. Oder mir fehlen halt noch Punkte, um weiter zu bauen. So, kann ich jetzt halt hier noch was machen? Nein, ne? Das habe ich ja im Grunde schon durchgeschaut. Lager, Produktion haben wir alles schon. Spiel gespeichert, automatisch Winter überlebt. Handwerksschuppen habe ich ja hier. Spirituell hat sich nichts getan, transportmäßig hat sich nichts getan. Feuerstein, ach da oben. Na naja, gut, das Schild ist ja zumindest dann gleich immer weg. Feuerstein, Feuerstein. Also ihr habt schon guten Feuersteinverschleiß, oder? Feuerstein, da habe ich auf jeden Fall. Ah, da habe ich noch zwei. Da hinten habe ich dann auch noch. Noch weiter hinten auch. Ne, da mache ich da erst einmal die zwei hier. Keine warme Kleidung. Ja, jetzt das weiß ich. Das weiß ich. Ich höre Ziegen. Was haben wir da? Wolf. Naja, gut, die werden irgendwann entweder angreifen oder nicht. Da hinten haben wir Bären. Ich könnte noch mal gucken hier, ob ich nicht noch irgendwas zum Jagen habe. Das sind Wölfe. Nö. Das sind alles Pflanzen. Stöcke. Also Stöcke ist ja, ne? Stöcke könnte ich echt gut handeln mit. Ich könnte ja auch sagen, ey Mensch, sammelt mal mehr Stöcke ein, ha? Die könnte ich doch dann beim Händler loswerden. Halt. Da bräuchte ich allerdings. Da müsste ich allerdings die Stöcke. Also dann kann ich die so anklicken, dann kann ich die sammeln. Und wie war das jetzt nochmal mit dem Kontingent? Verwalten. Limits. Hier, dann könnte ich doch sagen, okay, nicht 15 Stöcke, sondern wir machen jetzt hier mal 50.
Hier machen wir jetzt mal 20. Wir stellen das einfach mal hier ein bisschen höher. Von den Klamotten her. Genau, 100% der Bevölkerung, das passt. Okay, eigentlich sollte dann an Stöcken zumindest noch so viel gesammelt werden. Das heißt, ich könnte da Stöcke sammeln. Habe ich ja hier ein Schild. Genau, da werden Stöcke gesammelt. Da können Stöcke gesammelt werden. Ist aber vielleicht noch irgendwas näher? Eigentlich dann da, ne? Mache ich jetzt einfach mal dahin. So, zack. Was haben wir da? Gerste. Kann nur ausgeführt im Herbst werden. Und wir haben Frühling. So, da würde ich doch sagen, ich riskiere das jetzt einfach mal. Ich hau hier nochmal ein Wohnhaus hin. Ja, hier so. Machen wir mal noch eins her. Ich weiß, das Limit ist bei 21, aber der eine, der kommt ja schnell. Da gehe ich nochmal ins Verwalten. Werte, wir haben weiblich Erwachsene 5 und davon sind 2 schwanger. Na, das ist doch was. 20. Wir haben 5 Tiere, davon sind 4 Hunde. 4 Tiere und davon sind 4 Hunde. 3 Schlitten haben wir. Was ist das? Karren und rollender Megalith. Gemeinwohl 98%. Ey, das ist doch gut. Haben keine Kleidung. Ja. Das ist natürlich ein Problem, ich weiß. Habe ich da das Limit zufällig recht niedrig? Limits? Ja, aber die sind ja immer ganz nach oben gestellt, ne? Na gut, neuer Mensch wurde geboren und schon sind wir bei 21, ne? Und nochmal, jawohl. Wir wachsen. Ist an Altersschwäche gestorben, Händler ist gekommen. Schauen wir mal, was der Händler für uns hat. So, ich würde sagen, wir kaufen auf jeden Fall Essen ein, weil ich meine, da haben wir nur noch 2 Fleisch. Wir haben zwar recht viel Fisch, aber wir haben kein Brot. Dann nehmen wir den Fisch noch mit rein und wir nehmen das Mehl mit rein. Die Waffen brauchen wir nicht. So, dann haben wir Handelswert 14. Da kann ich, ja, siehst du mal, die Feuersteine sichern, die werden recht schnell hergestellt. Da mal eine und dann könnten wir euch noch Baumstämme geben, ha? Die brauchen wir nicht unbedingt. 14, 14. Das ist gut. Tja, Marek, tut mir echt leid. So, was fehlt? 2 Häute fehlen. Häute haben wir halt gar nichts. Da müssen wir auf jeden Fall auf Jagd gehen. Jetzt gucke ich mal, ob irgendein Viech in der Nähe ist. Nein. Die sind alle recht weit weg, ne? Die sind schon schlau. Da wächst ein Baum, da wächst ein Baum. Tiere sind echt ganz weit weg verstreut, ne? Und dann, wenn es der jagst und einmal erwischt, dann hauen sie halt ab, ne? Und dann geht's halt richtig weit in die Prärie. Naja, gut. Gehen wir wieder auf 4. Lass uns einmal noch ein bisschen rennen. Uns fehlen dann noch so ein paar Pünktle, ne? 9, um genau zu sein. Turek ist an Altersschwäche gestorben. Das tut mir leid. Im Haus. Fleißig am Angeln, so wie es sich gehört. Da haben wir ganz viele Wölfe und Mufflons. Komm, jagt ihn. Jagt ihn, jagt ihn.
Doch. Erledigt. Erledigt. Dann haben wir nämlich rohe Haut, dann können wir nämlich noch Haut trocknen. Ich gucke jetzt gleich nochmal nach Tieren. Lauter Bärensträucher. Und wenn Tiere, dann sind es irgendwie Wölfe oder was weiß ich. Und da würde ich wieder dran hängen bleiben. Na gut, ich lasse es mal noch weiter rennen. Zieht sich halt dann schon ein bisschen, wenn man dann drauf wartet, ne, dass sich da was tut. Ich lasse euch aber jetzt trotzdem mal jagen. Ich suche mir jetzt halt einfach etwas, was relativ nah ist. Da waren doch die Wölfe. Oh, das sind Rentiere. Einmal. Zweimal. Dann lassen wir die mal rennen. Weil wir brauchen auf jeden Fall mehr Fleisch, ne? Und wir brauchen auch mehr von den Häuten. Gut. Das ist hervorragend. Zwei Häute, zwei Fleisch. Da liegen drei Fleisch, zwei Knochen. Okay, da ist man noch. Oder wurde das schon geholt? Nein, das wurde noch nicht geholt. Okay. Schau mal, der Händler müsste eigentlich auch bald wieder kommen. Aber jedenfalls im Moment geht es noch nicht so wirklich voran, ne? Da mache ich jetzt mal auf Prio, dass wenn die trocken sind, Haut, getrocknete Haut, keine warme Kleidung. Jo, jetzt hat wird gebaut. Das ist gut, wir haben auf jeden Fall gute Nahrung. Und so langsam kriegen wir unseren Hüttenkreis dann auch fertig. Das mit den Palisaden ist natürlich auch noch interessant, wie das dann mal wird. Jo. So passt das. Das läuft, das läuft. Genau, ich würde jetzt auch sagen, ich mache jetzt an der Stelle Schluss. Der Part ist halt jetzt halt nicht ganz 30 Minuten lang, aber ich denke auch lang genug. Beim nächsten Mal sollten wir das auf jeden Fall schaffen, dass wir hier unser Wissen auf 17 ausgebaut haben. Oder auf 15. Ich möchte nämlich unbedingt in das neolithische Zeitalter vorrutschen, um dann auch Ziegen, Schafe und Schweine irgendwann zu domestizieren. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde mich super, super freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaut. In dem Sinne, macht's gut, habt noch eine tolle Woche und bis demnächst. Ciao, ciao.